Ritter Valkyrie. Cockpit-Perspektive. Oh mein Gott, Forza Horizon 2, fuck yeah. Ja, sehr cooles Game, definitiv. Und damit herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem kleinen Gameplay-Commentary auf diesem Kanal. Und ja, ich möchte heute eigentlich nur so ein paar Kleinigkeiten loswerden. Ich wünsche viel Spaß dabei. Ja, und damit herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Im Hintergrund seht ihr ein wenig Forza Horizon 2, wie ich es bereits gesagt habe. Und ich tune hier gerade so ein bisschen an meinem Ästen rum. Ich habe zwar immer noch nicht das optimale Tuning für den raus, aber gut. Er hat ja auch Heckantrieb und so, und deswegen slidet er da gerne mal so rum. Und ich bin auch kein Forza Pro, bin allerdings schon besser geworden, habe ich mir sagen lassen. Und ja, genau. So, eigentlich wollte ich wirklich nur ein paar Kleinigkeiten loswerden. Zum einen, Leute, frohe Weihnachten. Ja, muss man ja einfach mal sagen. Ich finde, das machen einfach dann zu wenig YouTuber, dass man dann wirklich einfach mal sagt, frohe Weihnachten, yo. Genau, einen guten Rutsch wünsche ich euch natürlich auch. Ich hoffe, ihr geht schön feiern. Ich werde mit ein paar Freunden unterwegs sein. Wir haben Team Sprengstoff reaktiviert. Warum auch immer wir uns Team Sprengstoff mal genannt haben. Für unsere Silvesterfeier. Naja, ganz egal. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr habt eine schöne und, wie sagt man immer so, besinnliche Zeit. Ich bin jetzt über Weihnachten zu Hause, kann deswegen keine neuen Videos aufnehmen. Wir werden vielleicht noch einen Podcast aufnehmen, das wird dann noch möglich sein. Allerdings kann ich halt nicht schneiden und rendern und bin dann erst ab Anfang Januar wieder verfügbar. Aber ich habe natürlich ein paar Videos vorbereitet, die dann kommen bzw. schon gekommen sind, je nachdem, wann ich das hier veröffentliche. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich kann euch auch, und das hat der Gwert ja auch schon ein paar Mal gesagt, Forza Horizon 2 einfach nur empfehlen. Es ist ziemlich, ziemlich nice. Und ja, wirklich eine coole Sache. Also, keine Ahnung, das Fahrgefühl von Forza ist ja eh immer great. Und hat hier natürlich auch so ein bisschen mehr einen simulativen Anspruch, obwohl das Game an sich auch gerne mal, also nicht so, also auch auf Fun setzt, im Gegensatz halt zu den normalen Forzas. Und ich fahre aber auch ganz gerne mal, muss ich sagen, in Third Person inzwischen, also wo die Cockpit-Perspektive natürlich eigentlich das einzig wahre ist, aber ja, keine Ahnung, manchmal fahre ich doch ganz gerne in der externen Ansicht, weil man einfach verdammt nochmal viel mehr Überblick hat und das hilft echt schon. Genau, dann passiert nämlich sowas zum Beispiel nicht und aber einfach ein bisschen rumheizen, ich weiß nicht, ich fahre ja einfach hier gerade nur durch den Tunnel und ramme ab und zu in irgendeinen Passenger. Ja, aber es ist schon ziemlich cool. Und jetzt wieder, hat sich dieser Driver-Tar einfach in den Weg geschoben und gemeint, yo, du kannst jetzt mal einen Unfall bauen. Naja, ganz gleich, der Aston gefällt mir sehr gut. Aston sind eh cool. Seitdem ich den neuen Bond gesehen hatte, wo sie den Aston auch wieder unglaublich verbraten haben, so, hey, wir haben einen neuen coolen Aston, hier, Bond hat ihn aus der Garage geklaut und ist voll fesch und jetzt hat er den und fährt rum und eine Verfolgungsjagd, bam, wasted. Naja, egal, ansonsten fand ich den Bond eigentlich ganz cool und ich habe gesehen, es kommen einige coole Filme raus tatsächlich. Ich habe gestern den Trailer für Harry Potter gesehen, den neuen. Es ist ja nicht mehr Harry Potter, es heißt, aber es spielt in im selben Universum. Beastly Creatures oder so, and Where to Find Them. Ich war nicht so überzeugt, ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich weiß ja nicht. Also, ich hatte nicht dieses Harry Potter Feeling. Aber gut, ich werde mir wahrscheinlich trotzdem geben, aber ob es im Kino sein wird, wird sich zeigen, aber früher oder später werde ich mir ansehen. Bin sehr gespannt. Genau. Und nächstes Jahr kommen eben ein paar Filme raus, auch zu Games tatsächlich. Also Warcraft kommt, Assassin's Creed kommt und so. Ich bin mal gespannt, was das werden soll. Naja, egal. Genug rumgequatsche. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, habt eine gute Zeit. Bis dann. Haut rein. Turn left.